Hallihallo und ein herzliches Willkommen, mein Lieben, bei Dragon Age Inquisition. Die müssen da unbedingt gegen. Ja, Warwick, bitte, danke. Da unbedingt das Viech. Was? Ach so. Ja, bitte, danke. Sehr schön. Gern geholfen. Das ist unsere Wasserquelle. Willst du mithören? Aber mit. Da ist wieder eine Scherbe. Ach, die ist oben irgendwo, da komme ich nicht hin jetzt. Okay. Easy hockt neben mir, das ist irgendwie gruselig, meine Zukunft. Magst du mal meinen Drachen sehen? Einen neuen. Das ist so cool, das Teil. Also da Drachen stelle ich mir was anderes vor. Ihr müsst jetzt auch dem seinen Blick gerade sehen. Das Ding ist cool. Ja, schnell ist das Teil auch nicht wirklich, aber ich warte noch drauf, dass ich irgendwann mit denen irgendwie kämpfen kann oder so, weil ich dass sie von oben halt mit angreifen. Die anderen drei müssen hinterher rennen. Nee, die tun sich deaktivieren in dem Moment. Sehr realistisch. Da ist ein Ornitholestes-Dings. Oder ein Velo. Wir lassen einfach unseren Drachen kämpfen. Gucken, ob das funktioniert. Hoppla. Nee, der deaktiviert sich. Schade, hätte er sein können. So. Kommt das andere auch? Nein. Kann mir da was mitnehmen? Was Besonderes? Da kommt der nächste schon. Phönix-Schuppen. Nehmen wir mit. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Hep, hep. Kommen wir da rein? Was soll ich denn hier? Da liegen welche. Das schmatzt voll. Ja, wo ist dann. Hä? Warst du es schon, oder was? Wie lockt man Drachen an? Ach so. Ach so. Oh. Ich sollte vielleicht vorher die Questen durchlesen, bevor ich da einfach losgehe. Lauf. Da hoch. So. So ein bisschen blöd. Da. Komm zu Mami. Ich abhauen. Steht halt tatsächlich noch mal auf. Yay! Bringe die Zutaten zu Frederick. Nee, Frederick. Wenn du ein Zeugs, das wir mitnehmen können. Wo sind wir hier hinten? Waren wir hinten schon mal? Kann mich nicht dran erinnern. Da ist noch was. Haben wir da noch mal eine? Phönix-Schuppen. Okay. Eigentlich müssten wir die jetzt. Oh, es sind viel zu viele Sachen hier drauf. Wollte ich hier hinkommen? Du kannst verrückt wieder an deinem PC rüberrutschen. Er will immer so leise sein. Na? Das eins höhere Viech habe ich mir nicht leisten können, da ich mir alles ausgeben habe. Mal, was wir hier haben. Hey James, reißt euch zusammen. Ah, oh, nee, das ist ein Bogenmensch. Au. Oh, du hast mich gleich runtergespissen. Arsch.
Was ist denn jetzt los? Ihr macht das schon. Oh! Komm, ich mach dich mal. Oh, du bist ein 15. Ups. Der macht verordentlich Schaden, hey. Auf nimmer Wiedersehen. Alter. Hat es tatsächlich einen Trank gekostet? Ich glaub's nicht. So, was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir schon übernommen. Ach, jetzt weiß ich ja wieder, wo wir sind. Okay, dann steige ich mal auf. Na, da bist du. Kann schon nach vorne laufen, blöde Kuh. Okay, kurz mal auf die Karte gucken. Ja. Ach, das ist unser... Okay. Aber da waren wir doch schon drinnen, das haben wir doch schon gemacht, dachte ich. Dort oben liegt eine Scherbe, die habe ich gerade gesehen, die geleuchtet. Wisst ihr, was lustig ist? Dass wenn ich mit dem Viech reite, dass es dann die Hufen Funken sprühen, obwohl es keine Hufen hat. Was war denn das jetzt? Können wir mit ihm rein? Ich will mit da rein. Kann ich aufsetzen? Kann ich aufsetzen? Ich will aufsetzen. Komm! Komm! Mann! Der Inquisitor kommt hier vorbei. Ja, ich bin hier. Gucken, wie man da... Ey, jetzt reißt euch mal zusammen hier. Wir müssen da hoch. Denke ich. Wie können wir da hoch? Kaufen, verkaufen. Ja, ja. So. So errichtete. Ich habe schon gar keinen Überblick mehr, wie viele Festungen. Mit den Zähnen die Schnürsenkel lösen kannst. Was? Wie gehen denn hier die mit den Rekruten um? Das soll mich doch angrinsen. Ist doch nicht verboten, hey. Träumte die Schiefe so sehr in den Arsch, dass du mit deinen Zähnen die Schnürsenkel lösen kannst. Ich glaub's nicht. Hauptmann Rillen. Rein. Wie war das mit den Banditen? Wie ist die Lage in der Festung der Wächter? Dort wimmelt es von Banditen. Die sind schlimmer als Stachelrücken, wenn ihr mich fragt. Sie haben sich in der Festung eingenistet und überfallen seitdem immer wieder unsere Versorgungskarawanen. Verdammtes Pack. Okay. Also schön, Hauptmann. Wie ist die Lage an den Westgraten? Ich habe Späher in die Rotlyrium-Mine geschickt, die ihr zerstört habt. Ich denke, bis auf Weiteres kommt niemand in diese Höhle. Okay. Wer ist das überhaupt? Nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. James. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Okay. Woher kennt ihr unseren Hauptmann? Cullen, wenn ihr in Starkhaven stationiert wart. Nachdem Kirkwall explodiert war, schickte Starkhaven Unterstützung. Große Teile der Stadt waren unter Schutt begraben. Viele Leute waren obdachlos oder in eingestürzten Gebäuden verschüttet.
Ich koordinierte damals die Bergungsbemühungen und traf Cullen, als er versuchte, den traurigen Rest der Templer von Kirkwall zu befehligen. Okay, das war mal weitermachen, alles. Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Gut. Wir haben hier noch eine Dingense. Dingensensen. Das ist auf unten, oder? Lass mich. Nee, bitte nicht. Hm. Ich will jetzt nicht runterlaufen, schon wieder unter mit der. Da ist ein Buch. Griff und Flügelfeste. Die Griff und Flügelfeste ist ein entscheidender Teil des Plans des Meisters. Ihr müsst sie bis zum letzten Mann gegen die Inquisition halten. Ja, das hat er ordentlich verkackt. Ist hier unten? Hier? Hier? Also ist es noch weiter oben? Ne, hier geht's nicht weiter hoch. Oder ist es... Alter, das ist so unübersichtlich immer. Ist das Ding hier? Das könnte auf der anderen Seite genauso sein. Jetzt gucke ich mal, wo müssen wir denn als nächstes hin? Wir könnten wirklich Ärger mit der dunklen Brut. Kontrolle über die Westgrade könnten wir machen. Dann haben sie ja eine Brücke jetzt gemacht. Über das Giftteil, wo wir hin könnten. Das heißt, ich springe jetzt da runter, mache jetzt einen auf Selbstmörder und werde dann hier unten das irgendwo... Na toll. Ich komme da nicht rüber. Ich kann mich nicht umbringen, tut mir leid. In der Lage sein, sich einem hohen Drachen zu stellen. Opfert euch. Mhm. Können wir hier hoch? Können wir von da oben runterspringen? Ach, hier ist ein Astrarium. Das haben wir ja schon gemacht gehabt. Hip. Yay, ich kann hier runter nicht springen. Die blöden durchsichtigen Wände. Mann. Okay, wir müssen runterlaufen. Das scheint aber auch nicht so ein Problem zu sein. Grinsen, Rekrut. Sonst rame ich dir meinen Inquisitor. Schaut's aber echt süß aus. Das haben sie echt schön gemacht. Jetzt gucke ich mal hinten. Vielleicht ist das Teil hier unten irgendwo. Sofern man da hinkommt. Wenn ich mit euch fertig bin, Rekruten, wird jedes von euch armseligen Arschgesichtern in der Lage sein, sich einem hohen Drachen zu stellen. Ihr seid Arschgesichter. Habt ihr das endlich kapiert, Jungs? Das ist schon ein bisschen arg böse, denke ich mal. Aber gut, okay. Eben das Seine. Was ist denn das hier? Ein Vorposten zu was? Um hier drauf zu springen. Die Sachen, die ihr gestern hattet. Hier herrscht an allen Mangel, außer an Sand. Ja, Sand gibt's hier genügend. Ich möchte jetzt das. Da laufe ich. Ich laufe mal da durch. Komme ich aber auch bloß nach unten. Ja. Ach, da komme ich da. Oh, toll. Das war's ja. Das hat's. Das war's mehr. Wo habt ihr das? Aber die hat ja hier alles. Okay. Was haben wir hier? Steht hier irgendwas? Der Hauptmann wollte das schon vor einer Stunde erledigt haben. Das Hinausbohr! Magnaus! Magnaus! Okay. Gucken wir mal, ob wir dahinter kommen. Wir konnten ja dann hier eben nicht arg weit. Was ist denn das hier? Hey Jungs, was habt ihr hier gemacht? Was ist das? Todestrankquellen. Okay. Ich weiß ja, der Nebel schaut nicht so gesund aus. Ach, ist es hier die Brücke? Oh, über keine den Gift. Sorge, euer Gnaden. Wir verteidigen die Brücke gegen alles und jeden. Hier kommt keine dunkle Brut durch. Da. Oh, da vorne. So.
Yep. Na komm schon, einen kleinen Buckel da. Oh, guck mal. Piep, 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 piep. Kra, kra. Lars Solid mitnehmen. Können wir brauchen. Viermal Lars Solid. Ne, wir brauchen Biesenleder unbedingt. Das sollten wir echt mal holen. Da ist ein Wolf. Den könnt ihr machen. Ich kümmere mich hier um diese Menschen. Ach, das ist gar kein Mensch. Das ist ein Moloch. Yep. Und der wow, es war gerade ultra Zeitlupe, weil es so ein ultra Kombi war. Wie habe ich den Kombi gemacht? Mach das nochmal. Ich will das nochmal sehen. Oh, das ist ein großer. Leute, hilf mir. Kann jemand vielleicht... Ich mach mal... Okay. Au. Ich mach den mal... Boah, Alter, das sind Level 15. Das wird für ein bisschen gefährlich, Leute. Wenn wir jetzt hier weiterlaufen. Au. Aber jetzt reicht's mir. Nein. Nein. Das war der verkehrte Knopf. Ich wollte die 5, nicht die 6. Au! So stark, da bricht sogar der Ton ab. Jetzt muss ich echt einen Trank nehmen, ich glaub's nicht. Was für ein Scheiß. Würdest du bitte laufen, Frau? Ja, ja. Jetzt aber, hey. Da vorne steht noch einer. Ring der Verbesserten. War das ein kleiner? Ich muss da hoch, okay. Hallo Ghoul. Hässliches Viech, du. Okay, der ging schnell. Da kommt wieder so ein kleiner Wolf. Dip, 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 dip. Okay. Der nächste, bitte. Ja, wie sie sich halt freuen, dass sie kämpfen können. Fennekelfell. Wie komme ich da hin? Gefängnisruinen, okay. Scheint komisch zu sein. Solange nicht plötzlich aus dem Nichts wieder ein Drache auftaucht und ich einen schieren Herzinfarkt kriege. Oh, das knarzt alles. Leute, ihr seid zu schwer. Das bringt zum Knarzen. Okay, es sind Wölfe da. Ah! Okay, da kommen wir da also hin. Hallo, ihr zwei. Yep. Na. Hallo, mach doch was. Yep. 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 Plündern. Habt ihr einen Schlüssel oder sowas? Ein Ghoulgrind, okay. Dann laufen wir da mal rein. Aber bevor wir da so hier so ganz reingehen. Hä? Wir sind hier falsch. Wir sind hier beim Weltentor. Kann das sein? Hier ist ein Weltentor. Aber da haben wir eine Quest. Kann das sein? Okay, das ist komisch. Aber gut, ich mache hier eine Aufnahmepause. Werde jetzt dann auch erstmal essen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Liebe. Und bis dahin glitscht meine Figur immer weg und ist wieder da. Ja, okay. Bis dann. Ciao. Was zur... So?